Hi Leute, wenn ich meine Haare einfach aus dem Gesicht haben will, trage ich eigentlich meistens einen ganz normalen Zopf hier hinten oder auch Pferdeschwanz genannt. Ich denke, das ist so die Frisur, die die meisten am häufigsten tragen. Und genau aus dem Grund habe ich mir überlegt, euch einfach mal ein paar Variationen zu diesem Zopf zu zeigen. Denn immer nur einfach nur ein Haargummi rein ist ja ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich jetzt einige Ideen für euch, was ihr sonst noch mit eurem ganz normalen Zopf machen könnt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Dann starten wir direkt mit der ersten Idee. Sorry, wenn ich mich komisch anhöre, aber ich bin leider total erkältet. Ich mache mir natürlich als erstes einen Zopf, was ich jetzt in jeder Idee machen werde. Und ich trenne hierbei jetzt eine kleine Strähne von dem Zopf ab und wickle die um mein Haargummi, um das einfach zu verstecken. Ich finde, das macht einen ganz normalen Pferdeschwanz einfach viel eleganter und es sieht einfach viel schöner aus, wenn man das Haargummi mit seinen eigenen Haaren versteckt. Für die zweite Idee zwiebel ich als erstes meine Ponypartie ein. Dafür nehme ich zwei Strähnen und lege jeweils die untere über die obere und nehme bei der unteren immer ein paar Haare dabei. Wenn ich hinten am Hinterkopf in der Mitte angelangt bin, nehme ich ein kleines Haargummi, um das Ganze erstmal zu fixieren. Anschließend nehme ich meine kompletten Haare zu einem Zopf zusammen, entferne auch das kleine Haargummi wieder und ja, binde dann einfach meine kompletten Haare zusammen. Dann nehme ich wieder eine kleine Strähne aus meinem Zopf, um damit einfach mein Haargummi zu kaschieren. Stecke das mit ein paar Haarnadeln fest und schon sind wir mit dieser Zopfvariante fertig. Die nächste Idee ist super für Leute, die nicht wissen, wie man einen Fischgrätenzopf flechtet. Das sieht nämlich sehr ähnlich aus. Ihr teilt von eurem Zopf einfach zwei Strähnen ab und nehmt die dann unter euren Zopf, wie ihr das jetzt hier sehen könnt, und befestigt das Ganze mit einem kleinen Haargummi. Es müssen wirklich so ganz dünne kleine sein, die gibt es zum Beispiel im Rossmann. Und das macht ihr immer wieder mit zwei Strähnen von eurem Zopf und nehmt die immer wieder hinter die ganzen anderen Haare. Und das Coole bei dieser Technik ist, dass ihr die Haare jetzt ganz weit auseinanderziehen könnt. Also perfekt für Leute wie ich, die sehr dünne Haare haben und wo eigentlich jeder Zopf immer nur sehr dünn und rattenschwanzmäßig aussieht. Und hier könnt ihr es einfach richtig schön voluminös machen. Die vierte Frisurenidee eignet sich besonders gut für stufige Haare, weil die ja im Zopf immer sehr kurz aussehen. Dafür nehmt ihr eine Haarpartie oben an eurem Oberkopf und bindet sie zu einem Zopf. Das gleiche macht ihr dann auch mit der unteren Haarpartie. Und wenn die beiden Zöpfe dann übereinander fallen, sieht der Zopf einfach viel länger aus. Besonders schön ist das auch, wenn die Haare gewellt oder gelockt sind. Dann sieht man nämlich auch nicht, dass man zwei Zöpfe am Kopf hat. Bei der fünften Idee starten wir wieder mit einem ganz normalen Zopf und da ziehen wir jetzt das Haargummi ein bisschen weiter weg von der Kopfhaut, teilen dann die Haare über dem Haargummi in zwei Hälften auf und stecken dann den Zopf hindurch. Ich finde, diese Frisur sieht immer sehr elegant aus und auf jeden Fall ist sie sehr einfach, aber hat trotzdem einen großen Effekt. Hier machen wir jetzt bei Idee Nummer 5 weiter und zwar nehmen wir jetzt hier einfach kleine Haargummis, die ich um meinen Zopf binde und jeweils über den Haargummi nehme ich wieder die Haare und spalte sie in zwei Hälften und tue dann den Zopf einmal hindurch loopen sozusagen und das mache ich so zwei, drei Mal, bis ich den ganzen Zopf damit voll habe und dadurch haben wir einfach nochmal einen cooleren Effekt und nochmal eine neue Frisur. Idee Nummer 7 startet damit, dass ich meine Haare holländisch einflechte am Oberkopf. Dafür teile ich zuerst eine Haarpartie auf und ja, flechte dann einfach einen holländischen Zopf, das solltet ihr mittlerweile kennen. Und zwar circa bis zur Mitte des Kopfes, dann höre ich auf, Haare hinzuzunehmen und flechte den Zopf ganz normal weiter runter und befestige das Ganze dann mit einem Haargummi. Anschließend nehme ich meine kompletten Haare und den Zopf zu einem großen Zopf zusammen und schon sind wir auch mit dieser Frisur fertig. Die sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus, dadurch, dass einfach obendrauf dieser geflochtene Zopf noch liegt und mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut. Wenn man Idee Nummer 7 ein wenig abwandelt, dann könnte man zum Beispiel einfach den Zopf im Zopf dann aufmachen und einfach wieder nur eine kleine Haarsträhne um das Haargummi wickeln, sodass man nur oben am Oberkopf diese kleine Flechtung hat und das finde ich auch sehr hübsch.
Bei der Idee Nummer 9 bin ich sehr stolz auf mich, dass ich endlich herausgefunden habe, wie man diese Zopfart macht. Ihr nehmt eure Haare und teilt sie in zwei Strähnen. Dann nehmt ihr die eine Strähne und dreht sie dreimal im Uhrzeigersinn und legt sie dann um die andere Strähne. Die andere Strähne dreht ihr dann auch dreimal im Uhrzeigersinn und legt sie auch wieder über die andere Strähne. Und das macht ihr immer so weiter. Dreimal drehen, über die andere legen. Und da solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man die Strähnen gut festhält, dass sich dann nicht ganz so viel auseinander wieder dreht. Und das mache ich dann, bis ich unten an den Spitzen angekommen bin. Und dann muss ich eigentlich nur noch ein Haargummi reintun. Und tada, diese super coole Drehung bleibt in den Haaren. Das habe ich früher nie geschafft, aber ja, jetzt schon. Juhu! So, das waren jetzt meine Zopfvariationen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen Zopf ihr am schönsten fandet und ob ihr noch andere Ideen habt und wie ihr so euren Pferdeschwanz oder Zopf tragt. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn ich mehr Frisuren-Tutorials für euch drehen soll. Und ich werde natürlich auch wie immer meine letzten beiden Videos hier neben mir verlinken. Da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Tschüss!